In dem Anleitungsvideo zeige ich dir ganz besondere Aufstellkarten. Ich bin die Bianca, du schaust den Kanal, meine Stempel und ich, und nach einem kurzen Intro geht's auch schon los. Ja, hallo, schön, dass du wieder reinschaust in meinen Kanal. Wir starten auch gleich los mit unserer Grundkarten. Ich verwende hier einen Farbkarton in extra stark in Grundweiß mit den Maßen 29,7 x 10,5, mit der gefalzt bei 14,85. Dann braucht man nur Designerpapier. Ich nehme da ein Stückchen aus dem Designerpapier Gänseblümchentraum mit den Maßen 14,35 x 10,0 cm. Dann habe ich heute einige Stanzformen am Start, die ich für die Karte verwende. Anfangen tue ich mit den Basics mit Pep, da braucht man die zwei größten Kreise. Und ich nehme da jetzt noch ein Kraftpapier, ich habe das noch vorrätig, das ist jetzt leider nicht mehr im Programm. Man kann natürlich jetzt auch eine Savanne nehmen, aber das Kraftpapier passt halt zu meinem Bandel jetzt so gut dazu, deswegen möchte ich das noch verwenden. Wir legen jetzt die Kreise ineinander und ich befestige mir das wieder mit einem Post-it, dass wir die Stanzformen nicht verrutschen. Legen wir die innere Stanzform mittig auf und kleben wir das immer ein bisschen fest. Und da brauchen wir zwei Selle Kreise. Die Kreisrahmen, wenn man so will, die werden ausgefüllt mit einem Transparentpapier. Und da brauche ich jetzt nur mehr die gerechte Form und stanze mir eben da einen Kreis aus. Dann geht es weiter mit den Stanzformen rustikale Rahmen. Die kennt ihr ja mittlerweile schon, also wer zumindest die in meine Videos öfter schaut, die habe ich ja jetzt schon ganz oft benutzt. Und da nehme ich den zweiten Teil von dem extra starken Grundweißfarbkarton her und stanze mir auch da die zwei gerechten Formen ineinander aus, wie ich das davor schon mit den Kreisen gemacht habe. Und auch das braucht man doppelt. Zack, zack, geht es dann auch schon weiter mit unseren Papierblumen. Da braucht man einmal den Viererteil. Da nehme ich jetzt natürlich auch den Farbkarton recht her, den was ich schon habe. Dann kann man ein bisschen Papier sparen. Und dann braucht man noch zwei Blätter. Die mache ich in die Form Papageiengrün und Pfauengrün. Und da brauche ich von den zwei Formen je ein Blattl. Ganz einen kleinen Teil braucht man noch für den Blütenknopf in der Mitte und den mache ich mir noch in Kalypso. So habe ich jetzt blumentechnisch für die heutige Karte schon alles ausgestanzt und vorbereitet. Und ein bisschen was haben wir noch zum Stanzen, also eine Stanzarbeit haben wir noch. Da klebe ich mir jetzt zuerst das Designerpapier auf die Kartenvorderseite auf. Das mache ich vollflächig, weil wir da ja nur einen Teil ausstanzen. Und ich möchte ja, dass dann die gestanzten Ränder auch schön auf den Farbkarton noch kleben. Schön mittig auflegen und dann braucht man von den rustikalen Rahmen den drittgrößten Stanzteil und den lege ich mir jetzt mittig auf, die Kartenvorderseite drauf und stanze mir das noch einmal aus. Auch den Stanzteil kann man für die Karten noch nutzen. Und zwar schneide ich da den Klapphalter noch an. Ich lege mir einfach das Stanzteil bis zur ersten Ecke ein und schneide mir da den kleinen Streifen an. Und das ist später dann eben in so Kartenhalter. Der Papierschneider kommt dann derweil auf die Seiten und wir machen ihn jetzt in seinen Ring für die Karten. Ich fange an mit dem Embossen vom Spruch. Ich benutze das Set Florale Freundschaft, das Stempelset, und da ist eben einmal der Spruch Hallo und für die Innenseite von der Karte alles Gute zu deinem Tag. Das Hallo embosse ich mir jetzt in Weiß. Ich lasse da das Video ein bisschen schneller weiterlaufen. Die meisten von euch, glaube ich, wissen, wie das embossen geht. Wenn da Fragen dazu sind, dann schreibt mir bitte gerne um oder meldet einfach bei mir. Ich beantworte sie dir natürlich gern.
Arme noch schnell drüber geföhnt, nehme mir aber voll gerne in so eine Pinzette her, damit ich mir die Finger nicht verbrenne, ein paar kleinere Stanzteile. Und schon ist es fertig. Im nächsten Schritt mache ich jetzt gleich die Blumen noch fertig. Und damit die Blüten nicht ganz, ganz weiß sind, tue ich mir jetzt gerade die hinteren zwei Teile ein bisschen einfärben. Aber ich möchte jetzt nicht, dass sie viel Farbe haben. Und so mache ich das gerade mit dem Blending-Pinsel ganz ein bisschen. Wenn es mehr Farbe sein darf, kann man natürlich die zwei kleinen Teile von der Blüte auch noch mit einfärben. Und auf der Hinterseite von meinem Transparentpapier färbe ich mir das auch noch ein bisschen. So kommt das Hallo noch ganz gut zur Geltung. Die Papierblumen klebe ich mir zusammen. Ich verwende in so einen Flüssigkleber. Man braucht einfach in der Mitte von der Blume einen kleinen Tropfen aufgetan und die Blüten dann versetzt zusammenkleben. Also das geht total ratzfatz und total einfach. Und in so Flüssigkleber ist ja da total super, weil er eben so schnell zieht. Jetzt braucht man da auch gar nicht lang warten. Und den Blütenknopf, den tue ich mir dann noch mit einem Mini-Dimensional drauf. So hat der noch ein kleines bisschen Abstand. Und ich glaube, das schaut auch total nett aus. Natürlich mittig aufkleben war ganz gut. Ja. Die Papierblumen sind echt ein Hit, oder? Mir sind sie jetzt erst im Katalog gar nicht so aufgefallen, aber ich habe jetzt schon einige Demonstratorenkolleginnen gesehen, die verwendet haben. Und jetzt bin ich total froh, dass ich mir sie selber auch bestellt habe, weil ich finde die einfach total super. Ja, weiter geht's mit unserem Ring. Da brauchen wir jetzt auch wieder einen Flüssigkleber und da gehen wir ganz dünn den Ring entlang auf, also da wirklich sparsam arbeiten, damit da nichts drüber ausrinnt vom Kleber. Und ich klebe mir jetzt zuerst das Transparentpapier auf den Hinterteil auf, dann nehme ich einen großen Stempelblock und beschwärme das Ganze, so gut das Transparentpapier super trocknen auf dem Ring. Und inzwischen gebe ich mir eben den Kleber auf den zweiten Ring auf und den klebe ich mir jetzt noch drüber. Und auch das tue ich mir danach natürlich noch ein bisschen beschweren. Alle Produkte, die ich für das Video verwendet habe, habe ich natürlich wieder in einer Materialliste zusammengestellt. Die findest du in meinem Blog. Und den Link dazu, der befindet sich wie immer direkt in der Videobeschreibung unter diesem Video. Bei meinem Ring möchte ich dann noch ein Band einziehen. Das ist jetzt gar nicht zwingend notwendig, weil der Ring wird auch noch zusätzlich auf die Karten geklebt. Aber mir gefällt das ganz gut. Und da nehme ich unsere Trio-Handstanze her. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man das schön mittig einlegt. Man kann das natürlich auch mit der Luchzange machen. Und da wird dann später das Bandel durchzogen. Ja, und dann lege ich mir jetzt die Papierblume und die Blätter einmal auf, wie ich das haben möchte, und verklebe das anschließend auch mit in so einen Flüssigkleber. Derweil ich das jetzt hier verklebe, möchte ich dann noch von meiner neuen Kundenextra-Seite erzählen. Auf meiner Webseite findest du die Rubrik. Und da habe ich ganz viele verschiedene Produkte und Artikel zusammengestellt, die es nicht mehr im Katalog gibt. Und die möchte ich meinen Kunden schenken. Und so darf sich da jeder, der bei mir ab 60 Euro etwas bestellt, ein Produkt seiner Wahl aussuchen. Natürlich schicke ich das dann auch kostenlos zu. So, weiter geht's mit unserer Grundkarten. Da müssen wir die Kartenvorderseite noch mittig falzen und zwar bei 7,4 cm. Das Ganze ziehen wir uns natürlich mit dem Falzbein nach, damit wir schöne Kanten haben. Und anschließend geht's auch schon ans Stempeln von der Karteninnenseite. In dem Stempelset Florale Freundschaft sind so nette Punkte dabei, so nette Kleckse. Die stempel ich jetzt als erstes da in den Hintergrund. Ich verwende da dafür die Farbe Calypso. Und ich stempel da dazwischen immer wieder auf Schmierpapier an, damit ein paar hellere und ein paar dunklere Sprenkel auf der Karte sind. Und das mache ich so über die ganze Karte drüber.
Bevor ich dann den Spruch auf die Innenseite von der Karten noch stempel, mache ich mir jetzt den Kartenhalter noch hin, weil dann sehe ich besser, wo ich stempeln muss. Ich möchte es jetzt so machen, dass die Unterseite vom Kartenhalter genau in der Mitte ist. Und ich lege mir so die Karte einfach zusammen, nehme einen Bleistift und setze mir zwei Markierungen an der Falzlinie von der Karten. Und das sind dann quasi meine Punkte, dass ich sehe, wo die Unterkante vom Kartenhalter hingeklebt wird. Den Kartenhalter selber beklebe ich jetzt mit Dimensionals und da spare ich auch nicht, also da passen schon 5 drauf. Weil das sollte ja dann die Klappkarte gut zurückgeben und das darf dann schon ein bisschen höher sein und sollte nicht in der Mitte durchhängen. Genau, jetzt hoffe ich, ich finde die zwei Markierungen noch. So von oben mache ich das ja gar nicht so einfach, aber ich glaube, das geht schon so halbwegs. Und das klebe ich mir eben jetzt da mittig ein. Das geht fast über die ganze Karte drüber. Ja, und ich glaube, das passt ganz gut. Einmal probieren, super. Dann hebt das auch und schaut total schön aus. So sehe ich jetzt auch einfach besser das Feld, wo ich noch stempeln kann. Und da stempel ich mir jetzt eben den zweiten Spruch aus dem gleichen Stempelset noch drauf. Den stempel ich mir jetzt noch in Pfauengrün. Mal schauen, ob ich das halbwegs gerade hinkriege. Ja, jetzt probiere ich ewig um und dann ja, ist es nicht ganz gerade. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt noch gelten. Wenn dir das passiert, dass du da eher schief bist und dir das nicht mehr gefällt, dann mach halt einfach nur ein Etikett und kleb das Etikett drüber. Auch das schaut natürlich voll gut aus. Ja, weiter geht es jetzt noch mit unseren Rahmen. Auch die klebe ich mir jetzt noch zusammen. Ich habe sie jetzt wegen dem doppelt ausgeklebt, weil ja dann da dicht der Ring drauf hängt und das sollte einfach ein bisschen stärker sein. Und ich finde, man merkt das schon, ob da ein Lag Papier ist oder eben die zwei Lagen Papier sind. Das, den Rahmen lege ich mir jetzt schön mittig auf und dann markiere ich mir nur wieder die Falzlinien, weil bis dahin wird nämlich der Kleber aufgetragen und auf der oberen Seite wird natürlich kein Kleber aufgetragen, weil ihr seht, die Karten sich nicht mehr aufstellen lässt. Dann müssen wir jetzt noch schauen, wo wir in seinen Ring hinkleben, ob wir das eher unten oder mittig oder eher ummachen. Also ich finde, wenn die Karte dann aufgestellt ist, dann passt es fast ein bisschen besser, wenn der Ring ein bisschen weiter oben, als wie er in der Mitte ist. Ja, ich finde einfach, das schaut ein bisschen besser aus, aber du kannst das ja dann selber probieren, wie es dir besser gefällt. Und so klebst du jetzt den Ring auf den Rahmen drauf. Deshalb habe ich auch davor gesagt, wo ich das Loch für den Ring gemacht habe, es ist nicht unbedingt erforderlich, also das tat jetzt schon so hin. Und ich mache halt jetzt als Zusatz noch das Bandel da drum. Ja, das Band wird jetzt einfach von hinten durchgefädelt durch den Ring und wird um den äußeren Rahmen gelegt. Und das Ganze mache ich recht kurz. Also ich mache jetzt da keine Masche oder sowas. Das geht mit dem Bandel gar nicht so gut, weil es ja schon ziemlich dick ist. Ich schneide mir das einfach passend zurecht und verklebe mir das dann mit zwei Mini-Klebepunkten. Ja, und so bin ich dann auch schon wieder am Ende von meinem Video angelangt. Ich hoffe, mein Anleitungsvideo hat dir gefallen und ich habe dich ein bisschen inspirieren können. Solltest du Fragen zu der Anleitung haben, dann melde dich bitte gern bei mir. Alle meine Kontaktdaten findest du direkt unter dem Video in der Videobeschreibung. Dasselbe gilt natürlich auch dafür, wenn du deine Stampin' Up! Produkte bei mir bestellen möchtest. Ich wünsche dir jetzt noch ganz eine gute Zeit. Bleib gesund, mach's gut und ich hoffe, wir sehen uns bei einem von meinen nächsten Videos wieder. Tschüss, Baba!